Hallo Leute und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play FIFA 14 Ultimate Team. Heute mit dem neuen Bundesliga-Team. Ich habe mir mal Boateng in Form gegönnt. Ihr habt ja gestern im Wager-Match das Barclays Premier League Team gesehen. Also gibt es heute das Bundesliga-Team. Ich bin in Liga 3 abgestiegen. Ziemlich blöd, habe das erste Spiel auch direkt mal 4-0 verloren. Hammergeil. Aber wir sind guter Dinge, wieder in Liga 2 aufzusteigen. Ich setze mich richtig hin. Und dann soll es mal was werden. Nicht wundern, wenn ich ab und zu mal hier nach rechts gucke. Da läuft nämlich noch Bundesliga. Und zwar Hamburg gegen Hannover. So, wir spielen hier gegen ein BPL-Team, wie es aussieht. Sonst hätte er sein Team nicht so genannt. La Bombonera, da spielt er. Und da bin ich mal gespannt. Ein ganz fixer Part einfach direkt hier am Zocken. Und mal gucken. Ein sehr starkes BPL-Team. David Luiz und Schech, die Mischung hasse ich ja abgrundtief. Könnte ich ja kotzen. Aber na gut. Sind beide halt ziemlich krass. Overpowered will ich nicht sagen. Die sind einfach gut. Einfach gut. David Luiz ist overpowered, klar. Aber Czech wird einfach seinen Werten sehr, sehr gerecht. Und da muss man mal gucken. Auch bei William, Jovetic und Nani bei dem krassen Sturm da. Dass man da vorne was ausrichten kann. Aber wir, beziehungsweise ich mit meinem guten Bundesliga-Team, sollte da keine übergroßen Probleme kriegen. Hoffe ich mal zumindest. Die Verbindung sieht ganz gut aus. Und dann hoffe ich mal, dass ich einen Sieg davon tragen kann. Wäre wichtig, mit zwei Niederlagen wieder in Liga 3 zu starten. Wäre ziemlich beschissen. Und hier Lahm habe ich mir auch mal gegönnt. Gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. So, Seitenwechsel. Sehr schön. Ja, komm. Oben drüber. Und. Oh! Geh rein! Was? Nee. Alter, habt ihr das gesehen? What the fuck? Meine gute alte Chancenverwertung. So, Reus, kriegst du den? Ah, verdammt. Aber Hummels, ganz stark. Gestern war ja auch, für euch noch einen Tag später. Ihr seht es ja erst Montag. Bayern gegen Dortmund. 0-3 für Dortmund. Oh. Ich hätte eigentlich mit Unentschieden gerechnet. Aber da hat Bayern sich wohl sehr krank durchgesetzt. Ich habe selber nur die erste Halbzeit gesehen und die war nicht ganz so beeindruckend. Jetzt mal Reus mit dem Longshot. Ne, schade. Ah, ja, kein Problem. Für Schweinsteiger und Lahm. Robben, den ich mir jetzt auch mittlerweile gekauft habe. Wieder stark von Robben. Und sehr schön Lahm. Und jetzt muss die Flanke kommen. Ja, Reus. Oh, verdammt. Na, Alaba kriege ich den auch nicht mehr. Da habe ich zu spät geflankt. Hätte ich früher flanken müssen, dann wäre ich auch wahrscheinlich auf Lewandowski oder Aubameyang gekommen. Ja, Reus. Sehr schön. Alaba. Jawohl. Jawohl. Ah, fast vorbeigekommen. Na, da darf ich nicht so weit mit Alaba rausrücken. Oh, sehr schön, Reus. Na, jetzt Alaba. Ja, den hätte ich auch ins Ausgehen lassen können. Stattdessen. Boah, nicht flanken lassen, sonst. Kopfbälle. Ich wusste es. Kopfbälle in FIFA 14. Es ist mir ein Rätsel. Warum Kopfbälle? Warum haben sie nicht die Einschüsse so gut gelassen? Ich meine, das sah wenigstens schön aus. Aber Kopfbälle, ich weiß es nicht. Jetzt mal über Robben. Boateng. Kann ich eigentlich auch mal einen Longshot versuchen? Da ist er nicht so schwach. Boah, Ballverlust. Aber Dante. Ah. Ja. 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 Wer war das? Boateng. Jawohl. Boateng in Form. Nice. 1-1. Bam. Jawohl. So muss das. Sehr schön. So muss das doch mal sein. Und jetzt nicht direkt das 2-1 bekommen, aber den Konter haben wir ganz... Was habe ich den Konter? Aber den Angriff haben wir ganz gut abgefangen. Reus. Jawohl. Links vorbei. Das wollte ich. Rechts vorbei. Abgefangen.
Und dann. Oh. Oh shit! Neuer. Neuer ist geil. Neuer ist geil. Und jetzt aufpassen. Shit. Den Ball im Mittelfeld zurückgeholt. Gut gemacht. Nein, nicht wieder eine Flanke. Verdammt. Alle drauf. Nein, Robben. Jawohl. Jawohl. Ja, wunderschön. Ja, der Pass war schlecht, aber. Nein, habe ich nicht mehr gekriegt. Doch. Reus mit Curve. Shot! Oh mein Gott. Wäre der reingegangen. Hohoho. Oh, das wäre geil gewesen. Schade. Aber mittlerweile haben wir das Spiel ganz gut im Griff. Verdammt. Ah. Da, Dante. Raus auf Reus. Mit dem Alaba kommt er mit. Anscheinend nicht. Jawohl, da habe ich drauf gewartet. Jetzt Curve Shot Reus. Der kann die. Der kann die, Jungs. Der kann die richtig gut. Und jetzt. Ecke mit Robben. Der kann das auch relativ gut. Da ist Dante. Aber die war ein bisschen zu kurz. Und jetzt aufpassen, dass wir nicht den Konter bekommen. Der Pass war klar. Aber lahm. Lahm gefällt mir auch ganz gut. Nur ein bisschen schade, weil Piszczek habe ich auch sehr gemocht. Dass ich den jetzt rausnehmen musste. Verdammt. Oh, Neuer. Neuer ist krank, ey. Ah, Schweinsteiger. Und jetzt Konter mit Robben. Ah, dauert ein bisschen zu lange. Nee, klappt. Wer läuft hier außen mit? Der Reus. Der Reus gegen Ramirez. Ah. Holter. Alaba. Ah, verdammt. Krieg ich die Ecke? Krieg ich die Ecke? Nee, verdammt. Verdammt. Hummels, den müsste ich kriegen. Jawohl. Sehr schön. Na, der war scheiße, der Pass. Und jetzt. Verdammt, Alaba, du bist schnell. Alaba. Eigentlich gut. Immer noch 2-1, aber. Jetzt gibt's eine Ecke. Aber da stand ich jetzt ganz gut. Und Aubameyang mit dem Pace-Konter. Ah, nein. Und dann spiele ich genau den falschen Pass. Sehr schön lahm. Sehr schön lahm. Sehr schön. Und jetzt Flanke zu Aubameyang. Nein. Reus. Reus. Hm, hätte ich annehmen müssen. Den hätte ich annehmen müssen. Die Volleys gehen so selten rein. Schweinsteiger ist da mal voll drunter ja geköpft. Boah, verdammt. Oh nein. Oh, Latte. Ich werd verrückt. Ich werd verrückt. Oh mein Gott. Ist ein spannendes Spiel. Guten Gegner erwischt. So, Reus. Habe ich da keinen Freistoß für? Krass. Aber Alaba. Kann ihn nicht holen. Soll er den weiter rausschicken zu William? Nee. Boah, der spielt einen überragenden Pass. Und jetzt rettet er. Ah. Nein. Hab ich ein Glück. Hab ich ein ekliges Glück. Hab ich ein ekliges Glück. Oh, er war abseits. Er hätte ich jetzt im Gegenzug ein Tor gemacht. Alter. Krass. Krass. Das macht richtig Bock gerade. Verbindung steht. Und der Gegner ist echt nicht schlecht. Der Gegner ist echt nicht schlecht. Also das ist ein sehr ausgeglichenes Spiel. Jeder hatte seine Chancen. Vor allem ich am Anfang damit auch Aubameyang. Das war ja auch krank. Und macht Bock. Macht Bock. Ah, nein, den kriegt Lahm nicht. Damn it. Damn it. Ah, die... Das müsste ein Abschluss für mich sein, oder? Nein, verdammt. Ecken sind gefährlich, Tor. Puh. Dass David Luiz drüber köpft, das ist eigentlich unmöglich. Also krass. Gegner scheint auch ein bisschen Pech zu haben. Ah, das Kopfballduell ist verloren, aber
Hummels. Und jetzt erstmal ein bisschen Ruhe ins Spiel bringen. Das war mir gerade ehrlich gesagt zu hektisch. Und dann so ein Pass. Und dann so ein Pass. Wenn ich sage, ich will Ruhe ins Spiel bringen. Dante, sehr schön. Kriegt aber wieder eine Ecke. Er kriegt wieder eine Ecke. Verdammt. Boah. Boah. Da habe ich noch den Neuer umgegrätscht. Eieiei. So, das war gut. Das war gut. Lahm. Schön. Schön. Schön, schön. Sehr schön. Curveshot Robben. Verdammt. Der kann die eigentlich richtig gut. Bei dem sind die wirklich fast genauso wie vor dem Patch. Und jetzt Cazorla. Der ist nicht so schnell. Da könnte ich mit Dante sogar hinterherkommen. Der zieht nach innen. Oder er flankt. Er flankt. Oh, was war das für ein Geräusch? Egal. Und jetzt schöner, ruhiger Pass zu Aubameyang. Nein. Clichy. Robben. Robben mit. Na, verdammt. Okay. Boah, lahm im Kopfball. Gewinnt es. Gewinnt es. Verdammt. Jetzt schickt er den. Ja, aber Hummels. Sehr schön. Aber abseits. Ist eine packende Partie. Ist eine packende Partie. Und Lahm gewinnt wieder ein Kopfballduell. Krass. Jetzt konnte er mit einem guten Pass. Aubameyang. Krank. Ich wollte ihn eigentlich zu Lewandowski spielen. Dann hat den Aubameyang irgendwie noch so komisch gekriegt. Wäre ja fast was geworden. Ecke Schweinsteiger. Da ist Hummels. War ein ordentlicher Kopfball. War ein ordentlicher Kopfball, kann man nicht sagen. Die Ecke spiele ich aber mal lieber mit Reus. Der kann es, glaube ich, ein bisschen besser. Reus. Sieht gut aus. Ah, verdammt. Verdammt. Ah, Schweinsteiger. Der kann ein bisschen long. Okay. War das ein scheiß Longshot? Oh mein Gott. Oh, der ist auf den Kopf einfach getickt. So, Robben. Stark. Stark von Robben. Da wollte ich eigentlich einen Trick machen, anstatt zu passen, aber egal. So, Lahm zurück zum Torwart. Stark. Einmal durch die Mitte. Boah, ein Schweinsteiger, ey. Ich habe in dem Spiel gerade relativ viel Glück. Sehr un... Sehr un... unhäufig, nicht... Was heißt denn unhäufig? Doch, sehr unhäufig für mich. Unhäufig? Sehr selten. Unhäufig. Gibt es das Wort überhaupt? Gerade wieder so ein Sprachfail. Oh, schöner Pass. War das abseits? Na, ja, okay. Ich wollte eigentlich einen ganz anderen Pass spielen. Auf einmal spielt er so einen geilen Pass. What the fuck? Krank. Ach so, sehr schön. Sehr schön. Jetzt. So. So. Mach ihn. Oh mein Gott, Boateng. Oh mein Gott, der Inform ist so geil. Bam. Viele sagen ja auch, man könnte ihn richtig geil als Stürmer benutzen. Aber da bin ich ausgesorgt mit Lewandowski und Aubameyang. Und ihr seht es ja bei mir als ZOM. Dreht er eben so krass durch. Der gesehen, wie er den Ball gerade ins Tor gehämmert hat. Bam. Richtig geil. 2:1. Schon relativ glücklich, die Führung, muss man sagen. Aber na gut. Nimmt man mit. So, Robben. Schön. Schön. Jetzt. Oh, war das wundervoll. War das wundervoll. Robben. Ah. Wo wollte ich denn eigentlich ins lange Eck schießen? Ich guck nochmal. Murksch führt immer noch 2:1. Und Robben mit einer Ecke. Oh, nicht schlecht. Hummels. Muss ich nur gucken. Ich stelle mal defensiv. Auf ausgeglichen. Oh, Aubameyang. Na, da kommt dann Boateng auch nicht hin. Aber na. Verdammt. Das macht er auf Pause. Er will wechseln. Dann könnte ich eigentlich auch mal wechseln. Mal gucken, was könnte ich machen. Ich habe noch einen Mandzukic. Wie sieht's denn aus? Energie. Ich glaube, ich bring mal...
Ja, ich glaube, ich bringe mal Groß für Schweinsteiger. Ist sogar ein bisschen offensiver, aber Groß hat halt geile Longshots und so irgendwie noch ein Tor erzielen wäre jetzt halt geil. Aber erstmal Nani. Oh, Neuer. Neuer ist so geil. Neuer ist so geil. Also, spieltechnisch natürlich, ne? Nicht falsch verstehen hier. Bastian Schweinsteiger geht aus dem Spiel. Und. Ja, scheiße, jetzt kriegt er eine Ecke. Das ist natürlich sehr schön. Ecken ist immer eine Sache. Für Hummels. Sehr schön. Aber Abpraller. Und Konter? Ne, doch nicht. Boah, kriegt doch den Ball da hinten raus. Lewandowski. Abbremsen. Und weiter zu Robben. Das war gut. Das war richtig gut. Robben, da kommt Paulinho. Ziehen wir nach. Verdammt. Aber Dante, jawohl. Aber er hat den Ball immer noch. Shit it. Hummels. Hummels ist, glaube ich, heute bester Mann auf dem Spielfeld. Na, obwohl. Boateng hat zwei Tore gemacht. Reus. Das war schön. Da ist direkt mal unser Groß. Verliert hier den Ball. Verdammt. Verdammt. Was wettet er den? Alter, hab ich ein Glück heute. Krass. Scheiße. Verdammt. Und jetzt da hinten läuft Reus. Schöner Pass. Nach innen ziehen. Reus. Und dann macht er ihn nicht. Aubameyang, du warst im Abseits, geh nicht hin. Sehr schön. Ich krieg den Einwurf. Jawohl. 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 Ein Unentschieden wäre, glaube ich, das richtige Ergebnis für das Spiel. Abseits, verdammt. Aber einen Sieg würde ich sehr gerne mitnehmen. Auf dem Weg zurück in Liga 2. Würde mich wundern, wenn er jetzt in der 89. quittet. Oder bringt er noch einen Offensivspieler? Ich weiß es nicht. Und in Hamburg steht es immer noch 2 zu 1. Sehr schön. Ich mag ja Hamburg eigentlich. Ich finde Hamburg eigentlich ist eine... Ist ganz cool, der Verein. Ich mag vor allem Beister. Beister finde ich gut, Lasogga ist cool, Van der Vaart finde ich auch ganz gut, also Hamburg geht klar. Und jetzt gucken, was der Gegner macht. Ja, steht noch 2-1. Oh, es ist Sonntag. Es ist Sonntag, was erwartet man? Ich mache Sonntag nie was. Ich bin Sonntag immer nur am Zocken oder so. Ich kann Sonntag auch nichts machen, ey. Sonntag ist immer ein völliger Gammeltag. Kennen wahrscheinlich einige von euch. Bist aufbetragt, aufgetragt? Ich weiß nicht, schieß einfach den Ball nach vorne. Na gut, das war natürlich jetzt sehr schön. Für Robben. Oh mein Gott! Was ein Tor von Robben. Shit. Wie geil der sich senkt. Nach dem Patch. Shit it. Shit it. Wie geil. Wie geil war das denn bitte? Und damit ist die Partie so gut. Also damit ist die Partie gelaufen. Es steht 3 zu 1. Oh mein Gott, Robben ist ja so geil. Nice. Der hat ja schon keinen Bock mehr. Kommt, machen wir noch das vierte. Oder spielt er doch noch mit? Nee, sieht nicht so aus. Robben. Ah, verdammt. Spielt er noch? Nee, da dann. Dann lasse ich ihn jetzt. 3-1 reicht. Unentschieden wäre eigentlich gerecht gewesen. Wie gesagt. Aber na gut. Passiert hier noch irgendwas? Ne, sieht nicht so aus. Wir hatten das Tor gemacht. Wieder Beister mit dem Kopf? Oder wer war es? Ach ja, doch. Beister mit dem Kopf war ja das zweite, oder? Oder? Weiß nicht. Nee, Beister war...
Das erste Tor war Beister mit dem Kopf. Ey, wenn Beister einen Doppelpack macht, ich hoffe, der kriegt einen Inform. Jetzt sind da zwei Verletzte. Ich kann jetzt hier gerade nur von dem anderen Spieler berichten. Ich spiele jetzt den Ball von da hinten, weil ich habe keinen Bock, wenn der Ball ins Ausgeht. Ja, jetzt ist das Spiel zu Ende. Bei Hamburg-Hannover liegt gerade irgendjemand im Strafraum, keine Ahnung. Westermann und Schulz. Boah, Alter, die sind richtig mit dem Kopf zusammengeprallt. Spieler des Tages ist natürlich Boateng. Und wir sehen Hummels mit einer 7-9. Hat auch eine gute Bewertung abgesahnt. Torvorlagen von Reus und Alaba. Und Robben, das Tor muss ich mir jetzt nochmal angucken. Das war ja phänomenal, ey, krank. Ach, das war die Prämie. Spielhöhepunkte. Ach, verdammt, das ist gar nicht drauf. Aber ich habe es ja auf Elgato, dann gucke ich es mir da nochmal an. Gut, das sind die ersten drei Punkte in Liga 3. Ja, ich würde sagen, wir verabschieden uns erstmal. Bis zum nächsten Mal. Peace, Leute. Haut rein. War schön mit euch. Ciao. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende gesehen hast. Uns gibt es natürlich auf vielen sozialen Plattformen, zum Beispiel auf Facebook. Uns könnt ihr natürlich auch weiterhin auf YouTube folgen unter unserem Kanal. Und uns gibt es natürlich auch auf Twitter unter TGBTV1. Wir bedanken uns recht herzlich. Ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer TGBTV-Team.